meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wie immer mein ganz tolles T-Shirt an und wie immer wisst ihr ganz genau, was es heißt. Es wird heute wieder ein Update geben, was meine Heart Challenge betrifft. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch mal direkt an. Ja, ihr seht das schon, es wird immer schwieriger, mich komplett auf die Kamera zu bringen mit Ende der Haare. Ich weiß gar nicht, sieht man das überhaupt? Also ich kann es euch mal so gerade zeigen. Meine Haare sind wieder ein gutes Stück gewachsen. Und ja, euch interessiert es wahrscheinlich genauso, wie es mich interessiert, um wie viel länger meine Haare geworden sind. Und deswegen würde ich sagen, wir machen dann auch mal direkt einen Strich drauf. Ich nehme wie immer nur die vordere Partie. Das habe ich jetzt in der letzten Zeit immer so gemacht. Der Rest geht jetzt erstmal schön nach hinten. So, ich bürste natürlich nochmal. Da wurde der Strich gezogen. Ich zeige euch mal das Ergebnis. Und ich darf euch mit Freude bekannt geben, ich habe endlich meine alte Länge wieder zurück. Nochmal zur Erklärung für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Das war von meiner ersten Do Not Cutting Your Hair Challenge Reihe letztes Jahr. Und dann war ich beim Friseur. Und ja, mir wurde das hier abgenommen. Also das war dann mein letzter Strich gewesen, als ich wieder angefangen habe. Ich bin auch der Meinung, jetzt mittlerweile, das war schon ein bisschen zu viel. Ich gucke mal kurz runter, so kaputt waren meine Haare gar nicht gewesen. Aber okay, gut, kann man jetzt nichts machen. Und auf jeden Fall ist es jetzt von hier, habe ich jetzt gestartet. Das war am 1. Dezember und ja, jetzt bin ich hier am 1. Mai. 1. Mai, Entschuldigung. 1. März natürlich und es ist wieder ein gutes Stück gewachsen. Es ist, ja, ich kann es euch gerne noch mal kurz so zeigen. Ich kann es euch so gerne noch mal zeigen, wie meine Haare aussehen. Ja, den Spitzen geht es wirklich gut. Und ich kann eigentlich nichts Schlechtes sagen. Meine Naturhaarfarbe kommt immer mehr raus. Und ja, so sehen meine Haare jetzt mittlerweile aus und ich bin auch sehr zufrieden, sie wachsen und gedeihen und ich habe jetzt meine Haarlänge endlich wieder zurück, seitdem sie abgeschnitten wurden und ja, jetzt haben wir Februar, das heißt, Februar, ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Also wir haben jetzt, das heißt, ich habe jetzt noch den März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Ja, noch 9 Monate, wo meine Haare jetzt länger werden können und ich freue mich super darüber. Wie gesagt, meinen Haaren geht es sehr gut und ja, das ist jetzt eigentlich nur so ein ganz kurzes Update gewesen. Dieses Mal kam es ein Ticken später, denn ich habe es einfach zeitlich nicht gepackt, weil wie gesagt, ich bin jetzt in der Prüfungs-Lernphase und deswegen hat es noch nicht funktioniert, aber jetzt kam mein Update. Es ist wieder so komisch vor der Kamera zu sitzen. Und ja, wie gesagt, meinen Haaren geht es gut. Ich bin auch super zufrieden. Wir haben jetzt schon den 247. Tag, bis ich wieder zum Friseur gehen darf. Also ich zähle es ja runter, von 360 geht es runter. Und ja, ich freue mich super darüber, dass ich wieder so gute Fortschritte gemacht habe. Denn, ich kann es euch auch gerne nochmal zeigen, das habe ich jetzt an Länge nach aufgeholt wieder. Und das sind... Ja, das sind 5 cm in... Genau, also ich persönlich finde 5 cm in 3 Monaten sehr gut. Natürlich muss man da immer ein bisschen drauf gucken. Bei anderen wachsen die Haare etwas schneller, bei anderen dauert es halt etwas länger. Das ist leider von jedem Mensch zu Mensch etwas unterschiedlich. Von daher, ich finde das für meine Verhältnisse recht gut. Natürlich kann es für andere sein, dass es verdammt schnell ist oder halt, dass es total langsam ist. Aber ja. Ich würde sagen, das war's dann jetzt auch. Dann nur so ein kleines Update geben und von daher hoffentlich sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.